So, und jetzt geht es weltwärts, denn heute sind die ersten 50 jungen Leute verabschiedet worden, die mit diesem neuen Programm der Bundesregierung in Entwicklungshilfeprojekte entsandt werden. Freiwillig, aber finanziell unterstützt und mit dem Ziel, dort eine Menge zu lernen. Über andere Kulturen, über Armut, über Entwicklungshilfe, über Teamarbeit. Langfristig will die Bundesregierung jedes Jahr 10.000 solcher Freiwilligen weltwärts schicken. Anke Hahn hat eine der ersten getroffen. Bisher bleibt Laura Kuschmar nur der Blick ins Internet, wenn sie sich ein Bild von ihrem Hilfsprojekt machen will. Sie geht nach Chile in einen Slum in der Hauptstadt Santiago. Dort wird sie in einem Kindergarten für arme und vernachlässigte Kinder arbeiten. Das passt zu der 19-jährigen Berliner Abiturientin, denn sie will helfen. Ich komme aus guten Verhältnissen hier in Deutschland und dort geht es den Kindern einfach schlechter. Und deswegen sehe ich halt schon, dass ich dort irgendwie mithelfen kann und ein bisschen, ja, das mit aufzubauen helfe. Zurzeit besteht ihre Vorbereitung vor allem im Spanischlernen. Die Idee für den Freiwilligendienst hatte sie von Freunden, die ihr Chile empfohlen haben. Das neue Programm Weltwärts erleichterte ihr die Entscheidung, denn anders als bei früheren Freiwilligendiensten wird der Aufenthalt von der Bundesregierung finanziell unterstützt. Es ist ein tolles Konzept. Schade, dass ich selber in meiner Jugend von einer solchen Initiative noch nicht Gebrauch machen konnte. Aber es ist toll, denn wer zurückkommt, hat ganz andere Erfahrungen. Bei der Verabschiedung der ersten Freiwilligen heute wurde aber nicht nur über die Chancen des Einsatzes gesprochen, sondern auch darüber, dass er natürlich kein verlängerter Urlaub sein wird. Auch Laura muss sich auf erste Probleme einstellen. Die Bedingungen sind so, dass sie unter den Armen lebt. Das wird eine psychische Belastung werden, wenn man aus dem reichen Deutschland kommt. Die Mädchen und Jungs gewöhnen sich in der Regel innerhalb von 2-3 Wochen eigentlich daran. Sie wird dann von der Sprache her Probleme haben, weil das Spanisch, was die Laura zum Teil kann, bringt in Chile natürlich nur bedingt etwas, weil der Dialekt der Chilenen ungefähr so ist, wenn der Norddeutsche nach Baden-Württemberg kommt und zur Schwäbisch versteht er dann auch nicht. Aber Probleme schrecken Laura und die anderen nicht. Sie haben sich gut vorbereitet. Laura freut sich auf ihr Jahr in Santiago de Chile. Wir haben ja hier Seminare gehabt, wo wir schon teilweise uns erzählt worden ist, wie es dort abläuft, was typisch für Chile ist, was man dort beachten sollte. Und sonst denke ich mal, die Erfahrung von den anderen vor Ort werden mir auch helfen. Und einfach direkt das selbst zu erleben, ist, glaube ich, das Beste, würde ich sagen. Ab heute werden die ersten Freiwilligen weltwärts ziehen. Laura startet am 28. Januar.